Hallo und herzlich willkommen zum Winter Resort Simulator hier auf Steel Game Studio. Wir sind hier wieder in Hallstein unterwegs und präparieren hier unsere Piste. Und genau. Ich meine, ihr wisst ja jetzt wahrscheinlich schon, wie so die Umfragewerte ausgefallen sind, dass wir ein Livestream machen. Ah, hier. Ich weiß es noch nicht, weil ich nehme diese Folge gleich im Nachhinein auf. Also ihr habt quasi sogar bis nach dem Wochenende Zeit, darauf zu antworten. Und ja, ihr könnt es dann natürlich auch gern in den Livestream kommen und in den Chat schreiben, was ich tun soll. Oder wenn ihr Ideen oder Verbesserungsvorschläge habt, immer nur zu, her damit. Das würde mich freuen. So. Was ist denn so in letzter Zeit passiert, über was wir reden könnten? Genau, Österreich hat eine Reisewarnung für Kroatien ausgesprochen, weil da die Infiziertenanzahl immer höher wird und vor allem sehr viel junge Partygäste von dort zurück kommen, die infiziert sind. Ich finde das immer halt schade, weil man hätte den Virus so gut in den Griff kriegen können, wenn sich Leute nur dran gehalten hätten. Also so auch an die Bedingungen. Weil viele haben ja auch gesagt, ja, ich mache das und das jetzt noch, bevor ich es nicht mehr darf. Weil das ist ja quasi eine dumme Aussage, weil nur weil du es noch darfst, sollst du es nicht machen. Weil du ja trotzdem quasi infiziert werden kannst. Naja. Und es gab auch einen ziemlich langen Rückstau an der Grenze zu Österreich, weil jeder, der jetzt nach Österreich einreist, muss registriert werden. Und da gab es, glaube ich, einen 10 Stunden langen Stau. Teilweise sogar länger, was natürlich sehr unangenehm ist für die Leute, die da aus dem Urlaub, vor allem die meisten waren Deutsche, die da im Stau gestanden sind, weil sie quasi über Österreich nach Deutschland heimfahren müssen. Aber ich denke mir halt andererseits auch, es wurde angekündigt und wenn halt dann trotzdem alle zum selben Zeitpunkt heimreisen, ist das halt dann doch sehr doof. Und viele Leute denken sich ja, ja, dann weiche ich halt über Nebenstraßen aus und meide die Autobahn, wo kontrolliert wird oder wo der lange Stau ist. Aber auf den Durchreiserouten wie Tirol darf man ja nicht mehr über die Landstraßen fahren, wenn man ein Durchreiseverkehr ist. Weil die ganzen kleinen Dörfer halt immer sehr geklagt haben, weil dann der Stau halt in ihr Dorf verlegt worden ist. Und deshalb gibt es jetzt die Maßnahmen, dass man das Durchzugsverkehr quasi nur noch über die Autobahn fahren darf. Was ich eigentlich nicht so schlecht finde. Aber es gibt, das Lustige ist, es gibt noch immer genug Leute, die versuchen, quasi diese Sperren zu, die halt trotzdem rundherum fahren.
versuchen und dort steht halt dann die Polizei und schickt sie wieder zurück auf die Autobahn. Und falls man nochmal erwischt wird, muss man halt Strafe zahlen. Bei uns sind ja auch generell die Strafen ein bisschen höher. Weil bis vor kurzem waren in Deutschland ja die Strafe für die Rettungsgasse zum Beispiel, glaube ich, hat die noch 10 Euro oder so betragen, wenn man durchgefahren ist. Bei uns galt von Anfang an Strafen bis zu 10.000 Euro. Also ich glaube, die niedrigste hat bei 3.000 Euro begonnen. Und ich meine, sie wurde jetzt immerhin erhöht in Deutschland. Aber sind meiner Meinung nach noch immer lächerlich gering für so wichtige Sachen wie Rettungsgassen. Ich verstehe auch nicht, Leute, wie Leute auf die Idee kommen, durch die Rettungsgasse durchzufahren. Es ist irgendwie, ja, die Autos bilden alle auf der Seite einen Rand, dass Einsatzkräfte durchkommen können. Und jetzt, das ist ja perfekt für mich, dann kann ich hier durchfahren. Ich weiß nur nicht, was sich die Leute da ab und zu denken, was das quasi für sie bringt, oder weil irgendwo ist ja ein Unfall und die Autobahn steht ja trotzdem. Naja, aber es gibt leider immer wieder sehr viele Egoisten in unserer Gesellschaft. Und schauen wir mal. Na, so wie es. Ich weiß nicht, es könnte sein, dass wir die untere Piste mit dazu präparieren müssen, dieses kleine Stück. Was ich irgendwie doof finden würde. Aber naja, schauen wir mal. Ja, ich werde hier jetzt hier dieses Teilstück machen und dann zuletzt dann nochmal quasi oben das letzte Stück. Und dann sind wir mit allen Pisten fertig. Wie schaut's denn aus? Na, der Härtegrad bei den Pisten ist schon gut gestiegen. So. Genau. Ach. Naja. Aber was soll man tun bei Egoisten? Aber ich habe auch letztens die neue Staffel der Doku-Serie Feuer und Flamme von WDR, beziehungsweise auf der ARD-Mediathek gibt es auch, gesehen. Und da sieht man halt auch, es ist eine Doku über Feuerwehr, wo quasi die Feuerwehrleute GoPros drauf bekommen. Und es. Und halt Live-Einsätze mitgefilmt werden und dann teilweise noch aufgearbeitet werden mit Interviews von ihnen und so weiter. Also, das ist. Die kann ich euch sehr empfehlen. Die ist sehr gut. Und das hat man auch letztens so ein paar quasi Egoisten gesehen, die nur filmen wollten oder quasi nur im Weg standen. Und was letztens auch passiert ist, weil ich bin jetzt da drauf gekommen, weil ich über diese Doku geredet habe. Wir waren. Also ich war bei meiner Freundin zu Hause und sie hat einen Bums aus der Nachbarwohnung gehört, wo ein älterer Mann wohnt, und ein Schrei von ihm. Das heißt, wir sind da drüben
hingegangen und haben angeläutet. Es ist so, sie wohnt in Wien, da kann man jetzt. Da ist es nicht so üblich, dass man die Nachbarn so gut kennt oder den Schlüssel von den Nachbarn hat oder ähnliches. Aber wir sind halt rübergegangen, weil wir uns Sorgen gemacht haben. Und er hat dann aufgemacht und hatte wirklich eine Wunde am Kopf und hat sich schon ein Handtuch drauf gehalten und er dürfte wirklich gestürzt gewesen sein. Aber er war in guter Verfassung und wir haben gefragt, ob er Hilfe braucht. Hat er gemeint, nein, er braucht keine Hilfe. Wir haben halt gemeint, ja, er soll dann die Rettung rufen. Dass er, falls irgendwas noch ist, soll er die Rettung rufen, genau. Und wir haben dann extra. Also wir sind dann noch kurz weggegangen und haben dann nichts mehr gehört am Abend. Und in der Früh oder gegen Mittag ist, der hat nämlich ein Zeitungsabattement und da ist die Zeitung noch vor der Tür gelegen. Und auch nicht nur die Zeitung ist vor der Tür gelegen, er bekommt auch Essensbestellungen und die ist quasi auch noch vor der Tür gestanden. Habe ich mir gedacht, ja, ich läute sich jetzt halber mal an, nicht dass er wieder gestürzt ist oder ohnmächtig geworden ist und er liegt irgendwo, was auch immer. Habe angeläutet, nichts, keine Antwort. Also, ich habe auch quasi an der Tür gehört, ob wer drinnen ist, ob man drinnen irgendwas hört, aber da ich nichts gehört habe, habe ich halt gesagt, ja. Wenn quasi in einer Stunde noch nichts da ist, dann werde ich die Polizei rufen, weil dieser Nachbar hatte auch einen Schlüsselsafe und dann kann die Polizei einfach und die Rettung gewaltfrei hinein. Und das ist dann, ja, also das ist dann nicht so schlimm, wie wenn die Tür aufgebrochen wird und er ist dann wirklich nicht zu Hause, weil er im Spital ist. Und aber dann eine halbe Stunde später hat ihn die Rettung quasi aus dem Spital zurückgebracht in seine Wohnung und also ist er dann am Abend wahrscheinlich doch noch ins Spital gefahren worden und ja, aber wir waren halt wahrscheinlich genau in diesem Zeitpunkt, wo wir weg waren und nichts mitbekommen haben. Und das ist halt, ja. Da gab es auch mal eine Doku von über Wien. Und zwar die Vergessenen Toten von Wien heißt die. Und zwar geht es da drum. Da gab es mal quasi so, blöd gesagt, eine Zeit lang Fälle, wo tote Leute erst nach einem halben oder Jahr oder sogar später erst gefunden worden sind in ihren Wohnungen. Weil in Wien hat sehr viele Altbauwohnungen, das heißt dickere Wände, höhere Raumding und da bildet sich dann halt so ein Luftzug, der halt tote Leute mumifizieren lässt. Dadurch stinken die Menschen dann nicht so, so dass man es raus bis am Gang riecht und die Nachbarn es mitbekommen. Und werden halt dann mumifiziert und bleiben halt dann quasi in der Wohnung. Auffallen tut's erst, weil meistens haben diese Leute halt keine Verwandten oder keine engeren Freunde gehabt. Und auffallen tut's erst, wenn sie quasi ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Was natürlich auch passieren kann, ist, dass sie einen automatischen
so, Bankeinzug haben und es wird, wurde immer abgebucht und es ist dann quasi erst aufgefallen, wie das Konto leer war. Und da gab es halt, ich glaube, das war 1990 oder so, vom Spiegel, gab es da halt eine Doku drüber. Und es war schon interessant zu sehen, dass halt quasi diese Wohnungen dieses perfekte Mumifizierungsklima gemacht haben. Wo halt quasi, keine Ahnung, von den alten Ägyptern oder auch teilweise den Mönchen und so weiter sehr viel Arbeit reingesteckt worden ist, dass das perfekt, also dass deren Tote perfekt mumifiziert werden. Und dort passiert es quasi einfach so in der Wohnung. Ich hoffe, das Thema war jetzt nicht zu... Ja, manche Leute haben ja so eine massive Abneigung gegen den Tod. Ich muss sagen, ich will ihn auch nicht erleben, aber er gehört halt meiner Meinung nach zum Leben. So, dann fehlt jetzt oben noch das letzte Stück, würde ich sagen. Da drüben ist auch noch was. Schauen wir mal auf die Piste. Oh, 98%, sehr schön. Genau, weil wir sind... Ah, wir sind da oben wieder außerhalb der Piste. Das heißt... Ich werde da das noch fertig präparieren. Dann schließen wir die Piste wieder. Und danach werden wir die Zeit ein bisschen vorspulen. Und aber zuerst werden wir dann den Pistenbully noch auftanken, weil der ist ja fast leer. Genau. So. Sehr schön, dann haben wir alle Pisten repariert. Ich glaube, wir haben um 17 Uhr angefangen und jetzt ist es 21.30 Uhr. Das geht ja sogar von der Geschwindigkeit. Dazwischen haben wir noch Absperrungen aufgebaut. Ich glaube, ich meine, da wird, glaube ich, die Zeit nicht weiter gerechnet. Aber... Das geht eigentlich ganz flott. Und eigentlich hat man nur einen Vorteil, wenn man quasi nicht vorspult oder nur langsam vorspult. Weil, also während dem Präparieren. Weil ja dann die Pisten quasi die anderen schon länger aushärten können. Und quasi während man präpariert, zum Beispiel die Piste 1 schon aushärtet, während man die Piste 5 präpariert und dadurch sind sie halt am Ende härter, als wenn man währenddessen vorspult. Wobei... Nein, sie werden ja trotzdem gleich schnell hart. Da habe ich mich vertan. Aber quasi die Piste, die man gerade präpariert, hat nicht mehr so viel Zeit zum Aushärten. Genau. So. Natürlich bin ich genau an dem Loch, das ich mitnehmen wollte, vorbeigefahren. So. Hier. No. Und dann nehmen wir die Piste und schließen die. Sehr schön.
Heißt, wir fahren jetzt rüber zur Halle. Werden da jetzt noch auftanken. Und werden unsere Geräte dann noch einparken. Und ich hoffe, dass Spielerfiguren dazukommen. So. Genau, und oh, ist schon. Die haben wir zu 100 repariert, aber genau. Ich habe jetzt die letzten auch noch präpariert, die letzten paar Meter, dass sie wirklich zu 100% präpariert ist. Sehr schön. Pisten werden härter. Und einsetzen. Jetzt tanken wir. Stellen noch in den Vorwärtsgang. Schalten die Positionsleuchte aus. Oh. Ah, die Arbeitsleuchten auch. So. Licht. Oh, da habe ich eine Positionsleuchte vergessen. Welche? Das war der Motor. Ah, die Nummer 4. Sehr schön. Das Tor können wir schließen. Hier werde ich mich. Den werde ich auch einparken. Sehr schön. Oh. Na geh. Den werde ich auch kurz auftanken. Einfach alle voll tanken. Und hier das Auto werde ich einpacken. Aber durch die Grube. Mal schauen, hoffentlich. Mache ich da. Sehr schön. Oh. Wir schließen. Ah, man kann sich auch am Beifahrer sitzen. Sehr schön. Mal hinten wahrscheinlich kann man sich nicht hinsetzen. Hinsetzen und aus und wir tanken. Ah. Bleibt der Motor aus, wenn man. Nein, bleibt er nicht. Okay. Aber ich glaube, man kann das einstellen. Gameplay. Motor automatisch starten. Ah, da. Deshalb gibt es den Tempomaten. Okay.
lassen wir auch aus. Türen automatisch schließen. Und Handbremse automatisch lösen. Machen wir auch aus. Hilfesymbole und Tastensymbole lassen wir. Hat er sich das jetzt gemerkt oder hätte ich darauf speichern? Okay. Aber das mit dem Tempomaten beim Pistenpulli, das passt, würde ich sagen. Genau. Speichern. Okay. Schalten wir hier das Licht wieder aus. Alles ist eingeparkt. Wir haben hier unsere Pisten präpariert. Bald wird es vermutlich schneien. Und dann werden wir in der Früh die Gondeln wieder beschicken. Und ja. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Oder auch ein Kommentar. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.